Hallo, schwanger in der Corona-Krise, das kann das, worum es am meisten geht in der Schwangerschaft, nämlich Mut, Kraft und Vertrauen zu behalten in die Kraft des eigenen Körpers, in die innere eigene Weisheit, das kann das ganz schön erschüttern. Und deswegen möchte ich in dieser kleinen Session für den Abend mit dir ein bisschen daran arbeiten, wie du Vertrauen aufbaust. Und der erste Schritt ist eigentlich immer, dass man sich auch in seinem Körper wohlfühlt. Hallo, mein Name ist Sharada Devi. Ich bin Mitbegründerin der Yoga Circle Berlin Akademie, YCBA, wo wir sehr viele Schwangeren-Yoga-Kurse unterrichten, auch Ausbildungen. Und ich habe dir eben eine Form der Stellung des Kindes gezeigt, mit Unterstützung für enge Gelenke, ja. Andere von euch sind ganz flexibel und brauchen das unter dem Knöchel nicht, möchten vielleicht nicht mal mehr hier ein Polster oder eine Decke haben, sondern möchten einfach den Bauch schön weit auslassen Richtung Boden und sich weit nach vorne langziehen. Bleib ein paar Atemzüge hier, der Bauch darf aufgehen und komme in deinen Atem. Die Stirn liegt am Boden ab oder auf einem Polster. Die Arme ziehe wirklich weit lang, dass du schon in eine erste Dehnung kommst im Schultergürtel und an den Seiten des Oberkörpers. Löse den Kiefer hier, leg die Zunge unten im Gaumen ab und atme so tief es geht in dieser leicht gequetschten Stellung. Noch drei Atemzüge hier. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein und ziehe langsam deine Hände zu dir heran, sodass du dich mit den Händen nach oben stützt und komme für einen Moment in den Fersensitz. Wie gesagt, wenn es jetzt in den Knöcheln zieht im Fußspann, hast du ja sowieso die Decke drunter. Nimm die Hände zum Bauch, schließe die Augen und führe die tiefe Atmung weiter. Wende dich deinem Baby zu. Vielleicht hattest du heute schon viel Zeit, dich um dein Baby zu kümmern. Vielleicht haben Haushalt, die größeren Kinder, Verwandte, Familie dich gefordert oder Dinge, die dir noch jetzt Sorgen machen. Jetzt ist es Zeit für dich und dein Baby. Atme tief zum Baby hin. Baue eine kleine Kommunikation auf. Etwas, was du selber gerne hören möchtest oder selber gern gehört hättest als Kind. Sag das deinem Baby und wisse, dass du es damit immer auch dir selber sagst. Vielleicht bringst du ein kleines Lächeln auf deine Lippen. Lass es künstlich sein, der Körper reagiert trotzdem drauf und dein Baby fühlt das. Wende dich mit dem Atem dem Baby zu. Sage ihm zum Beispiel, hallo mein Baby, ich nehme dich in Liebe an. Hallo mein Baby, ich ehre dich, ich achte dich, ich respektiere dich, so wie ich geehrt, geachtet und respektiert werden möchte. Hallo mein Baby, ich liebe dich.
Lass das einen Moment wirken, dass das dein Baby das wirklich gut annehmen kann. Und deine Zuversicht, dein Vertrauen, deine Kraft und deinen Mut spüren kann. Dann löst den Sitz und am besten setzt du dich auf so ein Polster oder, wenn es sich gut anfühlt, sogar direkt auf den Boden. Ja, spür das für dich. Wenn das hier eng wird, setz dich lieber hoch. Das ist immer besser. Nimm die Hände auf die Knie und beginne so ein entspanntes Kreisen. Lass den Bauch dabei ganz weich. Und beginn sich so richtig so rein zu kreisen. Ja? Vielleicht zu Anfang denkst du, ach, komisch. Und nach werde größer, elegischer, vertrauensvoller. Spüre, wo es vielleicht zieht im Rücken. Finde gleichmäßige Atemzüge. In die andere Richtung. Gerade nach vorne ist es gut einzuatmen, den Bauch so richtig schön groß rauszulassen. Und nach hinten, schau, dass das Kinn zur Brust kommt und es zwischen den Schulterblättern ein bisschen weiter werden kann. Du kannst gerne auch über die Sitzknochen so ein bisschen rollen, mit dem Becken nach vorne, wenn du nach vorne kommst. Mit dem Becken nach hinten, wenn du nach hinten kommst. Letzte Runde. Und dann komm zur Ruhe. Es löst sich hier gerade mein Dings auf. So. Komm zur Ruhe. Neige dich nach vorne. Komm in den Vierfüßlerstand. Wenn deine Knie jetzt schon sehr empfindlich sind, nimm dir einfach die Decke. Stell die Hände auf, schieb die Hände kraftvoll in den Boden, zieh den Nacken lang und dann zieh einen Fuß einfach nach hinten. Schrubbel den Fuß so ein bisschen weiter nach hinten. Schau, dass du hier nicht so durchhängst, sondern halte Kraft, schieb die Hände in den Boden, zieh die Sitzknochen unter die Kniekehlen, wie wir es beim Yoga am Morgen geübt haben. Und jetzt schiebe einfach nur die Fersen weiter nach hinten. Wir wollen ein bisschen gegen Wadenkrämpfe hier dehnen. Atme hier tief ein, der Bauch kann weich sein. Und lang aus. Und beim Ausatmen schaufelst du die Sitzknochen ein bisschen mehr Richtung Boden. Noch einmal tief ein. Und lang aus. Und dann einatmen, zieh das Knie heran. Ausatmen, schieb das andere Bein lang. Wieder achte darauf, dass du nicht durchhängst, sondern etwas Kraft bringst in deine Arme, dass du die Sitzknochen Richtung Kniekehlen schaufelst, sodass es hier eine Länge gibt im unteren Rücken. Dann atme hier tief ein, schieb die Hände in den Boden und ausatmen, schieb die Ferse weit nach hinten. Halte das, atme ein, schieb die Hände in den Boden und ausatmen, schieb die Ferse weit nach hinten. Halte das, atme ein und ausatmen, zieh das Knie wieder heran. Bleib hier auf den Knien, stütz dich hoch. Führe nun ein Bein zur Seite und das hinteren Fuß stellst du auf. Du spürst hier schon eine gewisse Dehnung, schieb das Becken nach vorne, spann den Popo auch ruhig an. Der Popo unterstützt das Becken, sich aufzurichten. Das hilft gegen Rückenschmerzen, na, was hier jetzt los ist. Und dann zieh den gegenüberliegenden Arm nach oben und ganz langsam geh über die Seite. Richtung ausgestrecktes Bein. Zieh den Nacken lang, zieh das Kinn in Doppelkinn. Ja, das nennt man das therapeutische Doppelkinn. Das muss so. Und zieh dich tief atmend ein bisschen auf die Seite. Lass die Hüfte vorne, also schau, dass du nicht nach hinten ausweichst, sondern lass die Hüftknochen beide vorne. Und schaff Raum für dich und dein Baby. Hol dir den Sauerstoff. Auch dieses Bein aktiviere. Gut, dann löse auf, komme nach oben. Erst die Hände an die Hüften. Dann zieh das ausgestreckte Bein heran, stell den Fuß hinten gut auf und stell das andere Bein seitlich auf. Wieder achte darauf, dass du die Hüften parallel hältst und führe nun den anderen Arm nach oben. Und ganz in Ruhe beuge dich zur anderen Seite.
Der andere Arm kann ein bisschen mitwandern. Oder du ziehst sogar noch ein bisschen. Probier das für dich aus. Übe dieses therapeutische Doppelkinn, dass der Nacken schön lang bleibt. Und atme dich ein paar Atemzüge in die Seite. Ganz bewusst stell dir vor, du atmest zum Baby. Schaffst viel Raum, um zu atmen, um tief viel Sauerstoff einatmen zu können. Und dann langsam für den Arm nach oben, führ erst die Hände in die Hüften und dann zieh die Knie ein. Bleib gleich hier, ziehe einen Fuß nach vorne und schaufel nochmal die Sitzknochen, dass es noch intensiver wird. Im gebeugten Bein zieh die Hüfte mehr nach vorne, aber denke eher dieses Schaufeln für die Arme über hinten nach oben, heb sogar den Blick und ausatmen, löse. Noch zwei für die Arme über hinten nach oben, schiebe die Hüfte nach vorne, heb vielleicht sogar den Blick und löse. Und ein drittes Mal. Und löse. Zieh das Knie heran, schieb den anderen Fuß weit nach vorne. Entscheide, ob du hinten den Fuß aufgestellt hältst oder lang, aber dann drück den Fußrücken gut in den Boden. Schaufel die Sitzknochen, spann den Popo an, schieb die Hüften nach vorne und noch einmal. Zieh die Arme weit über hinten nach oben und löse. Und nochmal Arme weit über hinten nach oben und löse ein drittes Mal. Und löse. Führe die Knie wieder nebeneinander. Nimm die Füße nun so im V auseinander. Ja, und greife dir mindestens eine Decke. Wahrscheinlich sogar zwei Blöcke oder noch eine Decke. Und alles Mögliche, was dich unterstützt und dir ein bisschen Raum gibt. Hier brauchst du was für den Popo, dann brauchst du hier noch Bälle. Na, mal gucken. Jetzt stellen wir die Hände hinten so auf. Schau. Lass die Knie eher zusammen, wenn es geht. Notfalls einen Ball vorne nehmen oder einen Block, dass die nicht so auseinanderziehen. Dann schieb die Hände in den Boden und hebe dein Herz. Merke, wie du Raum bekommst im Herzensraum, Raum bekommst im Bauchraum. Atme tief zu deinem Baby ein. Und dann einatmen, heb das Becken hoch und schaufel die Sitzknochen. Atme ein, heb das Becken hoch, schaufel die Sitzknochen. Und noch einer, schaufelst, heb das Becken hoch und schaufel die Sitzknochen. Atme ein, hier oben, ausatmen, setz dich wieder. Richte dich gut auf und wir gehen in eine wunderbare Übung. Dazu brauchen wir die Decke, wir brauchen das Polster. Eigentlich brauchen wir sogar zwei Decken. Ich zeige jetzt mal mit dem Block, wie man sich da schön einrichtet. Also, nee, wir machen das anders. So, das wird dir das Kopfkissen hier. Ja. Und das werden die Beinstützen. Da könnt ihr auch Kissen nehmen. Ihr nehmt die Fußsohlen aneinander. Zieht euch ein bisschen vors Polster, dass der untere Rücken wieder diese Länge bekommt. Legt euch über das Polster ab, das kann auch höher sein für euch. Legt den Kopf auf eine Art Kissen ab. Ja. Und damit es hier nicht so arg zieht, stützt gerne die Knie ein wenig. Ja. Zieh die Sitzknochen nochmal nach vorne, dass der untere Rücken noch länger wird. Legt dann das Sacrum ab, dass es fixiert wird und ein bisschen der untere Rücken jetzt langgezogen wird, dann stützt die Knie ab. Leg die Hände auf den Bauch und wieder atme tief in den Bauch ein und aus. Wenn es etwas gibt, was du dir vorgenommen hast für dein Baby, was ist es? Atme tief und schaffe diesen inneren Raum
Für Selbstbewusstsein, für innere Kraft, für Mut, für Liebe. Nimm eine Hand jetzt auch auf dein Herz. Schließ die Augen. Wisse, wie es in deinem Herzen zugeht, so geht es im Herzen deines Kindes zu. Wisse, dass du mit Yoga oder anderen, meist östlichen philosophischen Techniken, Herrin werden kannst über das, wie es dir geht, über deine Gedanken und deine Gefühle. Übe das in der Schwangerschaft. Übe das in dieser Situation, die jetzt vielleicht nicht so ist, wie du es dir geglaubt hast, wie du gedacht hast, dass sie sein würde, deine Schwangerschaft. Übe genau hier. Was willst du fühlen? Was willst du, dass dein Baby fühlt? Habe das Vertrauen, dass du Herrin über deine Gedanken und deine Gefühle bist. Lass dich nicht reiten von anderen. Zum Abschluss zeige ich dir noch eine wunderbare Übung für den Atemabend vor dem Schlafengehen. Natürlich kannst du so liegen bleiben, aber meine persönliche Lieblingsübung, unabhängig ob schwanger oder nicht, ist natürlich Viparita Karani. Dazu erhöhst du jetzt dein Becken und jetzt stell dir bitte vor, dass ich hier eine Wand habe. Du erhöhst dein Becken, mehr muss es gar nicht sein, ja? Dann hast du auch nichts weiter unter dem Kopf. Du erhöhst dein Becken, ziehst ein Knie nach dem anderen über den Oberkörper und schiebst die Beine zur Decke. Du kannst die Beine dann gemütlich an der Wand ablegen oder ein kleiner Trick, wenn es einfach jetzt, wenn du da nicht so viel rumwandern möchtest im Raum, nimmst du die Füße in die Decke rein, ja? Schau mal so. Na, das hält wahrscheinlich nicht. Schade. Wenn du an der Wand wärst, würde die Decke jetzt deine Füße auch halten und würde verhindern, dass die Füße zu sehr auseinandergleiten oder dass du sie halten müsstest. Das also ist Viparita Karani und das ist die beste Übung überhaupt in der Schwangerschaft. Die kannst du vor jedem Mittagsschlaf machen, den du unbedingt machen solltest in der Schwangerschaft. Und abends vorm Schlafen gehen, dass das Blut zurückfließt, deine Beine entlastet werden und du leichten Beines und auch leichten Herzens schlafen kannst. Bleib gerne direkt hier. Mein Name ist Sharda Devi und wir haben mit unseren YCBA YouTube Classes streben wir an, euch für zu Hause Gutes zu tun, gerade jetzt in der Corona-Krise, aber auch ansonsten. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal, schenke uns ein Like, gib uns Feedback, damit wir besser werden können. Namaste.